So, heute geht es mir darum, wie kann ich mit FreeCAD sinnvoll 3-Tafel-Projektion machen. Ich habe hier einen Körper und ich habe mir eine kleine Klasse geschrieben, mit der ich 3-Tafel-Projektionen erzeugen kann. Wir brauchen dazu einmal den Körper, der heißt bei mir Fusion 1, und dann haben wir noch einen Punkt, das ist der Bezugspunkt für das Koordinatensystem. Ist also in der Taufsicht liegt er hier rechts oben, in der Vorderansicht rechts unten und in der Seitenansicht liegt er links. Wie bekomme ich jetzt die Projektion hin? Ich lade da jetzt einfach meine Daten. Ich habe da ein kleines Skript, kann man nicht auch mit der Hand eingeben oder man kann da mal noch einen Knopf basteln. So sieht das Skript aus, wird also das 3-Tafel-Bild geladen und dann werden ein paar Befehle ausgeführt. Und schon ist es passiert. In der Draufsicht sieht das jetzt so aus. Ich sehe meinen Originalkörper. Da unten drunter liegt die Draufsicht. Ich sehe die Vorderansicht und die Seitenansicht. Ich blende den Körper jetzt an sich mal aus. Jetzt habe ich nur noch die Bilder da. Und was kann ich jetzt machen? Ich kann diesen Körper jetzt einfach verschieben. Also von mir aus nach links, ich könnte ihn nach oben verschieben. Das war nicht nach oben, das war jetzt die Y-Koordinate. Ich könnte den nach oben verschieben. Ich kann aber auch hier gehen und kann den Punkt verschieben, den Punkt absenken. Und wenn ich dann hier noch eine kleine Änderung dran mache, dann ändert sich das Bild automatisch wieder mit. So, was ich jetzt noch machen kann, ist den Körper um seine Achse drehen. Und da merkt man, dass dann ziemlich verworrene Bilder rauskommen. Die unsichtbaren Kanten werden automatisch aktualisiert. Man hätte auch die Möglichkeit zu sagen, man setzt den Körper zurück auf die Nullkoordinate, ändert die Drehachse, sagt, ich drehe den mal um seine Längsachse. Und dann kippt er so. Man sieht es jetzt am besten in der Seitenansicht. Und so kann ich also relativ schnell für jede beliebige Ansicht oder für jede beliebige Lage des Körpers ein 3-Tafel-Bild erzeugen. Das Ganze ist eine Gruppe, die kann ich ausblenden. Und ich nehme jetzt nochmal einen anderen Körper her, der ist jetzt etwas einfacher strukturiert. Das sieht so aus. Und lass doch eigentlich das gleiche Skript ein zweites Mal ablaufen. So, blende ich den auch wieder aus und sehe jetzt das 3-Tafel-Bild und ändere jetzt auch bei diesem Körper mal die Lage. Der stand hier auf 4 Grad, gehe ich auf 0 Grad zurück, dann steht er da und jetzt kann ich seine Position im Raum einfach noch ändern, indem ich zum Beispiel den ein bisschen noch weiter von der Projektionskante wegziehe. Und das war's.